Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Feed the Beast Unleashed mit Anonymous, mit McFly und mit Gurubai. Hast du für seinen Namen benutzt, also so ein fröhlichen Ton? Und der fröhliche Gurubai! Gurubai, bringst nochmal die Milch runter. Gurubai, musst die Kühe du das noch bitte melden? Noch aus? Mario, druckst du das nochmal bitte aus, du? Guckst du das bitte noch aus? Ihn habe ich auch ewig nicht mehr gesehen, ne? Grüße an Mario, falls er mal irgendwann diese Folge sieht. Doch, ich schreibe manchmal noch mit ihm. Du willst ja nur wieder irgendwas von ihm. Du hältst dich ja mit und die Leute warm, wenn du irgendwas willst. Aber es ist kein Problem, Anne. Das ist, weil du so süß bist. Damit kannst du dich jetzt auch nicht mehr retten. Tore. Den muss man echt so einen Maulkorb verpassen, ne? Boah, da hab ich mich letztens wieder in die Nessel gesetzt, aber das ist was, was nicht fürs Let's Play ist. Real Life, oder was? Ja, Real Life. Oh. Sollst du wirklich mal über Maulkorb nachdenken, wa? Vielleicht. Möglicherweise. Nein, war eigentlich so schlimm, war es gar nicht. Ich hab's dann gerettet. War doch nur Spaß! Laut seiner Meinung hat er das gerettet. Er hat nicht gemerkt, dass er bei der Person jetzt auf allen Ignore-Listen drauf ist. Das weiß ich nicht. Nee, das geht. Nein. Wir haben dann nachher nochmal geschrieben. Also war es eine Frau? Ja. Oh, dachte ich mir schon. So kleine Stimme. Oh, Tore. Schade, dass ich verkackt wieder mal. Ey. Es ist nicht verkackt. Das es ist nur halt jetzt ewige Friendzone. Weil nein, das ist auch nicht Friendzone. Es ist alles noch gut. Ja, das denkst du jetzt. Hab nur ein Smiley vergessen. Du siehst ganz schön fett aus in dem Kostüm. Zucker-Smiley vergessen. Oh, fuck. Ups. Ja, ups. Nein. Es ist alles gut. Plötzlich musste mehr als ein Packung Schokolade als Entschuldigung. Es könnte fatal sein, ja. Aber es ist alles noch gut, glaube ich. Nein, ich meine, es kann ja fatal sein. Ich fand das heute auch sehr amüsant. Ich wollte eigentlich schreiben, heute um 3 Aufnahme, Fragezeichen, aber habe das Fragezeichen vergessen. Da stand einfach nur da, heute um 3 Aufnahme. Und dieser Befehlston hat super funktioniert bei den beiden. Nur muss ich so sagen. So, okay, alles klar. Weißt du, keine Diskussion, einfach so, alles klar, Anne, wir sind da. So. Alle, für dich sind wir immer bereit. Fand ich sehr witzig. Ich wollte eigentlich ein neues Haus bauen, aber ich könnte natürlich Maxis Haus hier auch benutzen, ne? Wie? Das mit dem roten was? Dach. Das da? Für was denn? Ich hab letztes Mal, als wir unsere Special-Folgen hatten und so, danach habe ich noch ein bisschen weitergespielt. Und hab vielleicht, bei Conny die Bücher abgebaut, womit man in andere Welten fliegt. Und wollte das hier zu uns. Yep. Ganz gerne mein Haus benutzen. Ich habe so keinen Plan, wo ich dachte erst, es wäre ein neues Magielabor, aber mit dem Observatorium hat sich das gerade erledigt. Das wollte ich dann zu uns exportieren, aber ich wollte auch gerne ein neues Haus bauen dafür, aber das ist eigentlich ganz gut. Ich weiß halt nur nicht, wie ich das hier alles machen soll. So wie eine so eine Art Kapelle oder so, also Kirche. Also oder wie gesagt, aber er will ja jetzt. Ach verdammt, die Bäume gehen auch nicht. Die mutierten Bäume kann man leider dann auch nicht mit einem Schlag abbauen. Oder ich mach das hier auf den Berg. Ich kann das auch hier auf den Berg machen. Und im Tarn. Ich glaube, ich baue ein neues Haus, dann können wir das da erstmal nochmal leer stehen lassen. Enttäuscht. Alles. Ich wollte eigentlich auch mal noch so ein paar Dörfer, also so Dorfhäuser bauen, aber. Ja, generell, dass es ein bisschen mehr nach Siedlung aussieht hier. Ja, ne? Aber ein bisschen nach mittlerweile. Test. Mittlerweile sieht das doch gut aus. Ich weiß gar nicht, was schlecht das sieht. Okay, Anne, ich sag, Mann, das sieht schon schlecht aus. Ja. Da muss Anne sich halt. Keine Ahnung. Das ist doch jetzt. Nehme einen Monat frei und baue hier eine Stadt hin. Mit wegen. Was? Ja, was? Was mit wegen? Mit wegen habe ich doch schon. Ja, eben, wir haben doch Wege und wir haben so ganz viele Häuser, die so alle. So. Verschieden halt sind. Wieder neue Bäume. Wenn jemand jetzt ein Dach ziegeln will, ich habe jede Menge Ziegel jetzt in der Tasche. Wer hat meinen Tree-Elizer geklaut? Der möge sich jetzt sofort melden oder für immer schweigen. Hast du meinen Tree-Elizer? Du hast ihn nicht. Hast du meinen? Nein. Wo ist mein Tree-Elizer? Wo ist er hin?
Echt jetzt? What the fuck? Ah, Erntegolem. Hat er ihn eingefangen? Nein, der Erntegolem werden schon wieder die Erfahrungsbüsche. Ich habe keinen Platz im Inventar. Das liegt, dass die Erfahrungsberries liegen jetzt überall rum. Ach, der macht die nur runter, aber nimmt sie nicht auf, oder was? Nein. Dazu bräuchte ich denn noch einen Holzgolem. Ah, die bräuchte ich dann überall auf meinem Gelände verteilt. Jetzt muss ich echt einen neuen Trealizer bauen, weil mein alter weg ist. Ist er vielleicht im richtigen Lagersystem? Wie kommt er da hin? Keine Ahnung. Tore. Tore was? Nein, ich weiß es nicht, ich hab den nicht. Tore was? Nein, Tore ist er nicht, Tore. Tore, warst du ihn versteckt? Ich hab den nicht versteckt. Tore, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Ich weiß nicht. Das ist eine ganz schön schwache Verteidigung. Ich glaube, ganz ehrlich, brauche ich aber sowieso nicht, weil ich habe einfach nur... Das macht es jetzt nicht rückgängig, was Tore getan hat. Was habe ich denn getan? Weiß ich auch nicht. Geklaut. Ich habe den nicht geklaut. Alles nur geklaut. Bin geklaut. Du bist geklaut. Ich hasse dich. Du bist adoptiert. Was? Hat jemand von euch Bone Meal? Bones in dem Lagersystem. Ich habe nur Boner Meal. Und das weiß ich, weil ich da welche reingeworfen habe eben. Ich habe bestimmt auch noch irgendwo weit rumliegen. In meiner kleinen Farm. So. Unsere kleine Farm. Wir hatten doch 100.000 Bones von dem. Von Annes Monster Spawner einmal, ne? Ja. Hatten ziemlich viel zumindest. Ja, das lasse ich nicht abstreiten. Weil ich habe eine neue Baumart entdeckt, die nennt sich Hill Cherry Tree. Hildegard? Hildegard? Die wächst hier nicht. Warum wächst die hier nicht? Weil es kein Hügel ist. Wachse. Kann natürlich gut sein. Ab auf den Hügel. Okay, ich brauche eine normale Schaufel. Wenn ich das mit meiner Dings mache, mit meiner hier... Nicht genug Energie, wenn du drauf bist. Schön. Hätte gern ein paar Bone Meal. Kann man sich in dem Modpack nicht auch so eine Axt bauen? Nur eine ganz normale Axt, nicht in der Powerfist, die einfach alles, die einen Baum abbaut? Ja, die nennt sich Axt. Hier, das gibt's in traumatogischen, also hier mit der Magie kann man das machen. Mhm. Das ist so eine Axt mit Wasser, aber dazu müsste ich erstmal. Oh. Die kannst du auch, eigentlich kannst du die auch gießen, aber die Mod ist hier. Die hatten? Es geht irgendwie nicht so richtig, ich hab's ja versucht. Das ist ja wohl mal ein hässlicher Baum. Naja, zum Glück steht auf alles Grundstück. Was? Wo denn? Hier unten. Der ist doch gar nicht so hässlich. Nee, finde ich an dir auch nicht. Und die Bienchen fliegen hier auch. Hält sich in Grenzen, ne? weiß ich nicht, was ich ganz davon halten soll. Von den Bienchen? Die Bienchen und den Bienchen. Und den Bienchen. Wie wurdet ihr damals dann aufgeklärt? Nicht mit solchen Worten. Dr. Sommer. Echt, Dr. Sommer? Nee, meine Eltern waren da sehr. Waren Dr. überzeugt Sommer. Davon, dass es wichtig ist, das alles offen zu. Ich meine, das Thema wurde dann natürlich auch offen behandelt, aber. Für die peinlichen Sachen, meinst du, war dann Dr. Sommer zuständig? Ich hatte auch nie eine Bravo oder sowas. Das kam erst voll spät, glaube ich, bei mir. Ich weiß auch mal. Das wollten meine Eltern nicht. War das Teufelswerk? nee, das nicht, aber sie haben es, also, sie fanden es halt nicht gut, dass da immer diese, also erstens, dass halt da so vermittelt wird, so nach dem Motto, es ist okay, wenn du schon früh Sex hast und so, das fanden meine Eltern. Und früh schwanger so bist und so, alles voll ganz. Ja, das ist, aber das haben die doch gar nicht gemacht, da stand da nicht drin, dass es okay ist. Nee, aber so dieses, also meine Eltern haben ja so die, sowieso konservativ die Ansicht vertreten, halt kein Sex vor der Ehe und so, weil meine Eltern ja Christen sind. Aber in der Bravo steht ja immer sowas wie, es gibt kein Alter dafür, wenn du dich bereit fühlst und so, ne? Was ich ja grundsätzlich auch nicht falsch finde, aber meine Eltern fanden das ja nicht richtig. Und darum gab es auch keine Bravo bei mir zu Hause. Und was für eine Haltung vertrittst du denn jetzt? Du findest das okay, also wenn man bereit ist, dann soll man das. Naja, solange ich selber Christ war, habe ich das auch so gesehen. Aber irgendwann habe ich mich ja dann dazu entschieden, dass das irgendwie nichts für mich ist. Kein Christ mehr. Und dann habe ich auch meine Meinung dazu geändert. Und das war so etwa mit Anfang 20. Ja, so viel dazu. Muss man ja auch mal drüber sprechen, ne? Nein, also. Kein Problem mit. Also ich finde es ja okay. Ich wollte gerade sagen, wie läuft das eigentlich heutzutage ab? Also in unserem Alter, da war es dann noch ein bisschen
unserer Jugend. Sind ja nicht mehr jung. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube mal, dass es auch gar nicht so arg generationsabhängig ist, sondern eher von deinem sozialen Umfeld auch abhängt irgendwie so ein bisschen. Wie, also ihr meint, wie man jetzt aufgeklärt wird heutzutage? Das und auch generell, wie früh du anfängst mit solchen Sachen, weißt du? So mit irgendwelchen, nicht, deinen ersten sexuellen Erfahrungen oder so. Das hängt wahrscheinlich stark Wollust. Eher von deinem Wollust. Ich würde sagen, das hängt von deinem Umfeld ab, also wie deine Freunde da drauf sind. Ja, du wirst auch viel von deinen Freunden halt aufgeklärt, ne? Ja. Oder. Ja. Aber ich finde, das ist ja immer so ein Thema, was mich ja, aufregt. Ja, im Endeffekt ja. Spricht natürlich dann auch irgendwann darüber. Weshalb ich ja auch diesen Kanal 61 Minuten Sex, oder wie das da heißt, gut finde, den es auf YouTube ja gibt. Das eigentlich im Sexualunterricht zum Beispiel in der Schule, den finde ich eigentlich ziemlich nutzlos. Also klar, da lernst du halt die biologischen Sachen und so, aber da lernst du halt nicht die Da muss ich auch sagen, habe ich so Stories gehört von Leuten, die richtig, richtig krass aufgeklärt, also wirklich, als hätten sie mit den Eltern gesprochen, was natürlich teilweise ein bisschen peinlich war für die Leute, mit einem Lehrer da, Lehrerin, die Ende 50 war, darüber zu reden. Auf der anderen Seite habe ich auch Geschichten gehört, da hattest du denn wirklich, what the fuck, also da hättest du genauso gut gar keinen haben können. Also ich weiß nicht, ob mein Sexualunterricht an sich jetzt schlecht war, würde ich jetzt nicht sagen, aber ja, bei uns war das halt alles so rein auf biologischer Ebene bezogen halt. Der ist aber anders das geworden heißt, jetzt. Ich kenne ja viele, viele Biologielehrer ja. Jetzt, ne? Das finde ich auch wichtig. Also finde ich auch richtig so, dass du halt auch mal über die realen Sachen redest, dass du sagst, hier die und die Geschlechtskrankheiten sind so und so übertragbar, das sind hier die Merkmale und so könnt ihr verhüten und das sind Verhütungsmethoden für Männer, das sind Verhütungsmethoden für Frauen und so weiter. Sowas, das wurde alles gar nicht so besprochen. Da ging es halt nur so drum, ja, wie die Befruchtung funktioniert und dann halt sowas wie die Embryonalstadien sind, bis wann man abtreiben kann und so Kram. Aber das sind alles so Sachen, wo ich sagen würde, das ist nichts Reales so für einen Teenager irgendwie alles. Ja, aber das hat sich hart geändert. Also ich kenne ja viele Biologielehrer und die haben zum Beispiel auch dann im Praktikum, haben die dann Sexualkunde gemacht und das ist natürlich immer so eine Sache, wenn du die Leute halt nicht kennst, ne? Aber es kam wohl ganz gut an, auch so mit hier Kondome mitnehmen und ja, halt verteilt oder auch über Bananen ziehen oder halt Dildos dabei, ja, weißt du, so. Ja. Dass man das sieht. Ja, es ist doch so. Wie läuft das halt richtig ab? Weil dann sitzt du da oder liegst du halt da und beide haben wahrscheinlich keine Ahnung. Ja, und es ist doch so, dass du als Teenager auch so voll das große Schamgefühl hast, auch gerade was Sexualität angeht, ne? Und wenn du dann zum Beispiel irgendwie, ich kann mir das vorstellen, also ich selbst war nie in so einer Situation, aber ich kann mir das vorstellen, dass du einfach nur, weil es dir peinlich ist, weil du zum Beispiel nicht weißt, wie man ein Kondom richtig überzieht oder sowas, dass du es dann halt irgendwie nicht machst oder so, weißt du, weil es dir irgendwie peinlich ist, dass du... Ja, dann, weil du Angst hast zu versagen oder wenn es falsch rum ist, dann kriegst du es nicht rüber und dann sagst du, na gut, dann machen wir es halt ohne. Oder zum Beispiel sowas, also sagst hier, wenn ihr aus Versehen das Kondom falsch rum gehabt habt, dann müsst ihr halt ein neues nehmen und richtig rum halt nochmal drauf machen oder so, ne? Also so Sachen, das wo soll man das wissen als Teenager, ja? Wenn man das noch nie gemacht hat. Ja, wenn man es noch nie gemacht hat, noch nie gehört hat oder so. Eben, und selbst mit Freunden oder so, sowas sagen wir Freunde ja auch nicht unbedingt, solche Details. Nee. Oder wissen es selber nicht oder so. Und sowas finde ich halt voll wichtig im Sexualunterricht. Das finde ich auch. Und da, aber da ist man offener oder besser geworden, das so zu handhaben. Ich denke mal, es ist stark abhängig vom Lehrer, wie die Lehrer das handhaben. Ja, also wenn du jetzt so eine alte... Sagen wir, deine Lehrer sind ein bisschen älter. Vielleicht auch ein bisschen konservativer, was das angeht, ne, dann... ist es natürlich schwieriger. Aber so die Jungen, die so nachkommen, die wissen das auf jeden Fall besser. Ja, es gibt ja auch, was ich auch irgendwie nachvollziehbar finde, zum Beispiel finden das manche Eltern auch, egal ob sie jetzt erzkonservativ sind oder nicht, finden das halt übertrieben, wenn man halt jetzt in der Unterstufe oder so schon Kindern sowas beibringt, so im Sinne von, wieso sollst du es denen beibringen, mit wie man Kondome überzieht, die sollen ja eh noch keinen Sex haben, aber so funktioniert die Welt ja nicht. Du kannst ja nicht sagen, du darfst aber mit 12 noch keinen Sex haben und dann davon ausgehen, dass das weltweit funktioniert. Das ist ja auch irgendwie ein bisschen blöd. Ja, das geht auch nicht. Und dann ist es doch besser, du weißt es, als dass du halt es nicht weißt, weil deine Eltern es noch nicht für nötig befunden haben, dich aufzuklären, bevor du überhaupt geschlechtsreif bist. Ja, meine Mutter, das fand ich auch ganz krass. Also meine Mutter hat gesagt, sie wurde halt gar nicht aufgeklärt von ihren Eltern und sie dachte halt, sie muss sterben, als sie das erste Mal ihre Tage bekommen hat, ne? So mit 13 oder so.
gedacht hat, sie stirbt jetzt. Ja, das ist krass. Aber natürlich verständlich, wenn man nicht aufgeklärt wird, wenn du nicht gesagt bekommst, da bald kann es so sein, dass du dann blutest. Ich wollte sagen, kommst du bald in ein Alter, da passiert es halt, da blutest du halt ein paar Mal und Ja, stell dir vor, du fängst plötzlich an, hier wie Sau zu bluten, einfach so von dir. Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, da wird jeder einfach panisch. Ich gleich. Das ist schon, ich weiß nicht, das ist schon ein Thema, was mir auch irgendwie ein bisschen am Herzen liegt, weil ich finde, das ist echt. Aber da finde ich auch, also ja. Kinder, wenn ihr zuguckt, ne? 61 Minuten Sex, das ist der Kanal, den habe ich auch schon gesehen, ist gar nicht so schlecht. Oder überhaupt auch dieser Kanal, da wird ja auch über, in Anführungsstrichen, eklige Sachen geredet, was ich eigentlich auch gut finde, weil ich finde... Aber es ist ja nicht eklig. Ist es sowas, nee, aber gerade in Deutschland ist es ja so, dass sowas voll, auch wenn man sagt eigentlich offene Gesellschaft, alle sind aufgeklärt, bla bla bla, aber über so Sachen wie Geschlechtskrankheiten redet ja doch niemand, weißt du? Mhm. Also... Wenn du jetzt dann irgendwie kommen würdest, über irgendwas reden würdest, im Sinn von, das und das, das hatte ich auch mal, dann wäre es ja gleich so, bist du eklig und so, weißt du? Das ist so dieses, darüber redet man in Deutschland einfach nicht, weil das so, ne? Ist halt auch so Tabuthema. Ja, und das, da muss man auch weg, also da muss man weg von. Da muss man echt von weg. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass echt Leute auch manchmal einfach mit sowas nicht zum Arzt gehen, weil sie sich einfach so extrem dafür schämen, weißt du? Würde ich auch. Wenn ich irgendwas hätte, dann hätte ich voll Schiss, zum Arzt zu gehen. Oder hätte voll die Hemmung, weil ich mich allein schon vorm Arzt schämen würde davor. Und das ist, glaube ich, echt auch so geprägt durch unsere Gesellschaft. Das muss auch irgendwie... Das muss ein Ende haben! Oh, so. Leck. So viel dazu. Ja, vorhin hat es bei mir auch schon geleckt. Ja. Das, weil es regnet jetzt ab. Nee, ich finde... Was hast du getan, Max? Das kann ich noch nicht verraten. Das erfahren wir erst in der nächsten Folge beim Let's Play. Eine Minute, ich muss hier kurz noch das Dach fertig. Alles klar, aber ich hätte sonst gesagt, wir schieben einfach jetzt noch eine Folge nach, wenn wir sowieso Zeit haben. Oder haben wir keine Zeit? Doch, eine können wir noch machen. Hast du keine Zeit mehr, ne? Nicht direkt, ich wollte auch gleich eine Torte backen. Eine Torte backen? Ja. Ich komme doch noch gar nicht zu Besuch. Nee, für meinen Mann. Das kannst du gleich machen. Hätte ich dich erwartet, hätte ich Kuchen da. Ja, magst deinen Kuchen, wir wissen ja, ne? Ja. Sag Bescheid an, ich habe keine Lust, hier vom Blitz getroffen zu werden. Ja, ist okay. Bis zum nächsten Mal. Achso, okay. Es war schon, geht schon los. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.